TV Vorarlberg. Aktuell. Wissen Sie eigentlich, wieso man die Schule nicht komplett überspringen kann, um sofort zu jener Lebensphase zu gelangen, die einem zum Millionär macht? Weil das Leben kein Wunschkonzert ist und immer wieder mit neuen Herausforderungen aufwartet. Vor allem derzeit, was die Volksschulen anbelangt. Hier sorgen nämlich die bereits letzte Woche vom österreichischen Nationalrat beschlossenen sogenannten Deutschförderkurse für heftige Diskussionen. Alle Informationen diesbezüglich hier in dieser Sendung. Und damit sage ich herzlich willkommen bei RTV Vorarlberg aktuell mit Pflichtschulinspektorin Judith Sauerwein und der derzeit ebenso viel diskutierten Reifeprüfung in Volksschulen. Ja, der Begriff der Reifeprüfung, der gehört eigentlich in die höheren Schulen, in die weiterführenden Schulen zur Matura. Im Schuleingang sprechen wir nicht von Reifeprüfung, wir sprechen von Schulreife. Und der Begriff der Schulreife, der sieht das Kind einfach auch ganzheitlich. Das heißt, wir sprechen von einer emotionalen Schulreife des Kindes, von einer sozialen Schulreife, von einer kognitiven Schulreife und von einer körperlichen Schulreife. Und wenn all diese vier Aspekte einfach gut zusammenlaufen und das Kind da gut aufgestellt ist für die Schule, dann ist es schulreif. Und somit soll auch in Zukunft die Volksschule als Ort der Entwicklung und Begegnung sowohl Tradition als auch Innovation miteinander verbinden, unter Einbettung gesamtgesellschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklungen. Entscheidend dabei ist aber die Frage, ist das Kind schon reif für die Schule oder sollte es noch ein Jahr in der Vorschule verbringen? Bundesweit zählt Vorarlberg einer Statistik des Bildungsministeriums zufolge zu den Spitzenreitern in Sachen Vorschule. Hierzulande wird demnach jedes fünfte Kind als Vorschüler eingestuft. In der Steiermark hingegen werden nur 1% der Kinder als nicht schulreif eingeordnet. Bleibt daher die Frage, ob Schüler in der Steiermark intelligenter sind als in Vorarlberg oder sind die heimischen Aufnahmekriterien strenger? Es ist sicher so, dass bei uns sehr viele Kinder migrantischen Hintergrund haben und deshalb einfach auch die grundlegenden Sprachkenntnisse einfach noch nicht so gefestigt sind und viele Kinder in der Vorschule einfach ganz intensiv auch Sprachförderung bekommen, damit sie dann auch gut gerüstet sind für die erste Klasse, für das Erlernen des Lesens und Schreibens. Ich möchte das auch mit einer Studie untermalen. Also es ist auch so, dass Studien nachweislich auch zeigen, dass Kinder im Schuleingang Entwicklungsdifferenzen von bis zu 4 Jahren hat. Und wir in Vorarlberg, wir sind auch der Meinung, dass man den Kindern im Schuleingang Zeit lassen muss. Es braucht einfach diese Vorläuferfertigkeiten, die das Kind braucht zum Lesen und Schreiben lernen, aber auch für die Mathematik. Die müssen gut gefestigt sein, damit man dann den Zahlenraum 30 aufbauen kann, 100 aufbauen kann. Und es müssen auch im Lesen und Schreiben entsprechende Vorläuferfertigkeiten gegeben sein. Alles in allem Aspekte, die schlüssig sind und vor allem durch Qualität punkten. Und so laufen derzeit auch bereits die Vorbereitungen für das kommende Schuljahr 2018-2019. Dabei wird sich einiges ändern, hat doch der Nationalrat letzte Woche die umstrittenen Deutschförderklassen beschlossen. Denn Deutsch vor Schuleintritt gilt wie bekannt als zentraler Bestandteil des türkisblauen Regierungsprogramms. Und eben durch dieses neue Schulorganisationsgesetz werden Deutschförderklassen dann ab Herbst bundesweit eingeführt. Was bedeutet dies konkret? Deutschförderklassen werden an jenen Schulstandorten eingerichtet, wo 8 Kinder oder mehr das erste Jahr neu im Schulsystem sind und aufgrund einer anderen Erstsprache dem Unterricht nicht ausreichend folgen können. Das heißt, diese Kinder sind außerordentlich, sie haben einen außerordentlichen Status. Das heißt, dass sie auch nicht beurteilt werden müssen, dass sie am Ende des Schuljahres eine Schulbesuchsbestätigung bekommen und nicht ein Jahreszeugnis. Diese Kinder werden mit 15 Stunden und in der Mittelschule mit 20 Stunden
werden zusätzlich sprachlich gefördert. Da sind die Schulen tatsächlich schon längere Zeit in der Planung des nächsten Schuljahres. Insofern, ja, waren sie jetzt nicht begeistert, aber unsere Schulleiter sind sehr engagiert. Sie sind einfach auch dran, jetzt einfach umzuorganisieren, zu schauen, ist an unserer Schule dieser Bedarf an Schülern, dieser Bedarf an diesen Sprachklassen. Und ich weiß, dass sie das schaffen, auch individuell an den Standorten gute Lösungen im Sinne der Kinder zu finden. Eine Herausforderung ist sicher, dass diese Klassen nicht isoliert werden. Also dass da wirklich eine gute Zusammenarbeit mit anderen Klassen stattfindet, schulübergreifend bzw. klassenübergreifend Unterricht stattfinden, gemeinsame Wandertage, gemeinsame Projekte. Ganz wichtig finde ich auch die gemeinsamen Elternabende, also auch, dass diese Eltern auch mit den anderen Eltern den Elternabend auch gestalten. Und mitunter wird es auch so sein, dass da pädagogisches Personal mit einfach zusätzlichen DATS-Studien, mit zusätzlichen Ausbildungen, gerade in diesem DATS-Bereich, Deutsch als Zweitsprache, verstärkt in Einsatz kommen. Deutschförderklassen also an Volksschulen ab dem kommenden Schuljahr 2018-2019. In einem Schulsystem, das so garantiert Schule machen wird. Denn die Wettbewerbsfähigkeit beginnt in einem Land nicht erst in einer Fabrikshalle oder in einem Managerbüro. Die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes beginnt im Klassenzimmer. Und genau daher sollten wir unseren Kindern vorleben, dass nur ein einziges Gramm an Wissen allemal besser ist als eine ganze Tonne an Vermutungen. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Dabeisein. Hier die Meldungen des Tages. Die Pläne der Bundesregierung, nun zukünftig die Zahl der Sozialversicherungsträger zu reduzieren, löste seitens der VGKK heftige Kritik aus. Das Ziel sei es, Einsparungen zu tätigen. Die VGKK und Obmann Manfred Brunner halten diese Pläne jedoch für wenig realistisch. Um 40 Millionen einsparen zu können, müsste man die Vorarlberger Gebietskrankenkasse dreimal zusperren, alle Mitarbeiter entlassen und erst dann hätte man diese Summe erreicht, so Brunner. Im Schulheim Mäder werden aktuell rund 70 Kinder und Jugendliche mit Körper- und Schwermehrfachbehinderungen aus vielen Regionen Vorarlbergs pädagogisch, medizinisch sowie therapeutisch begleitet, gefördert und betreut. Aktuell gewähren die Schriftstellerin Monika Hilfe und der Fotokünstler Nikolaus Walter berührende Einblicke in den Alltag des Schulheims. Die Ausstellung kann bis Mittwoch, dem 30. Mai 2018, besichtigt werden. Am heutigen Mittwoch steigt in der Hollgasse in Wien die zweite Begegnung in der Best-of-Five-Finalserie der HLA zwischen dem Vizemeister HC Fivers Margareten und dem amtierenden Meister Albler HC Hart. Die Roten Teufel vom Bodensee besiegten die Wiener bereits im Auftaktspiel mit 30:26. Kapitän und Nationalspieler Dominik Schmid wird aufgrund eines Bänderrisses auch weiterhin fehlen. Soweit alles Aktuelle für Sie, wie immer kurz und kompakt. Heute in einer Sendung rund um die Neuerungen in Volksschulen ab dem kommenden Schuljahr 2018-2019. Gleich der ausführliche Wetterbericht. Ich verabschiede mich wie immer im Namen von Redaktion und Technik. Heute mit der Erkenntnis, dass eine gelegentliche 5 in Mathe sicher besser ist als überhaupt keine persönliche Note. Machen Sie es gut. RTV Vorarlberg. Aktuell. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Vier-Länder-Lieferantenbörse, dem Treffpunkt der Industrie und der Dienstleistungsbörse für Marketing und Kommunikation. Am 7. Juni in Dornbirn. Das Wetter bei RTV Vorarlberg. Mit freundlicher Unterstützung von Wettering.at. Der heutige Mittwoch verläuft wechselhaft, ein Mix aus Sonne und Wolken und auch einige Schauer sind möglich. Die Sonne zeigt sich nur selten, am ersten in Richtung Bodensee. Morgen Donnerstag, nach Auflösung der Restbewölkung, zeigt sich die Sonne voraussichtlich wieder deutlich mehr. Es wird wärmer mit Temperaturen um die 25 Grad. Am Abend sind vereinzelt Gewitter möglich. Der Freitag bringt dann viel Sonnenschein.
Im Tagesverlauf wachsen einige größere Quellwolken in die Höhe, welche im Gebirge für Schauer sorgen könnten. Die Temperaturen erreichen bis zu 27 Grad. Der Samstag startet ebenfalls mit viel Sonnenschein. Im Tagesverlauf entstehen wieder Quellwolken, die über den Bergen kurze Schauer geben könnten. Es bleibt weiterhin sommerlich warm mit 29 Grad. Aus heutiger Sicht erwartet uns auch am Sonntag hochsommerliches Wetter mit viel Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad. Das Wetter bei RTV Vorarlberg mit freundlicher Unterstützung von wettering.at.